Und zwar hier bewegt euch jetzt ganz vorsichtig im kreisende Bewegung im Rumpfbereich. Genau. Schön kreisen Beine zusammen. In dem Bereich müssen wir schön warm sein. Der Boxsport in diesem Bereich sehr viel abverlangt. Dann nehmen wir unseren Arm dazu. Den rechten Arm kreisen wir, linker Arm ist am Kinn. Und Richtung Wechsel. Das Ganze nach hinten. Vorbei. Jetzt auf der anderen Seite. Nach vorne. Und nach hinten. Okay, und jetzt gleich in etwas Spezielleres, und zwar Ellbogen auseinander, wichtig, diagonale Bewegung. Rechtes Bein vorne, linker Ellbogen vorne. Und gleichzeitig wechseln. Und wenn ihr reingekommen seid, das Ganze etwas zügiger. Dann schaut von der Seite. Genau. Immer Blick nach vorne, Kinn ist unten, das ist wichtig für den Boxsport, für den Wettkämpfer. Jetzt schlagen wir gerade Hände, auch wieder in der Diagonalen. Rechtes Bein, linker Arm und umgekehrt. Und schön wechseln, schlagen. So, die nächste wird sein, wir schlagen Aufwärtshaken. Einfach in dem gleichen Rhythmus bleiben, bloß die Hände kommen jetzt von unten und durchziehen. Jawohl. Jetzt kommen wir zu den Kopfhaken. Auch wieder selben Rhythmus, Ellbogen auf der Fausthöhe und wechseln. Schaut her von der Seite. Bam, 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 bam. Und wenn ihr im Rhythmus seid, das Ganze schneller. Masse von euch ist Rechtshänder, dann versuche ich das in der Position. Das heißt, ihr nehmt linkes Bein nach vorne, linker Arm nach vorne. Das ist eure Führungshand. Der Linkshänder denkt sich das Ganze natürlich umgekehrt. Okay? Wichtig jetzt, die schulterbreite Stand. Das hintere Bein ist etwas weiter hinten. Ganz wichtig, nicht in einer Linie stehen. Also so wird der richtige Stand, so dass ihr euch bequem und fest auf den Beinen spürt. Führungshand schlagen wir immer mit vorderem Arm nach vorne und vorderem Bein, ja, richtig vor, zurück. Also so viel wie ich nach vorne gehe, genauso viel nehme ich zurück und los geht's. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Körpergewicht versucht ihr natürlich überwiegend in der Mitte zu haben. So werden die einzelnen Beine nicht müde. So. Das sind die letzten 30 Sekunden, die jetzt angehen. Für die nächste Übung habe ich etwas mehr Zeit, euch das Ganze zu erklären. Es ist wichtig, auch die ihr seht, wenn ich schlage, ich drehe am Schluss die Faust rein und dort ab. 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 Und immer ausatmen beim Schlagen. Kurz die Beine, Arme lockern. Selbe Spiel für die Schlaghand, da ist jetzt ein bisschen mehr dabei, und zwar schaut her, ich ziehe immer leicht das hintere Bein nach, bei dem Arm nach vorne ziehen und wichtig, die Führungshand kommt zum Kinn und wieder zurück, langsam und zurück. Auch hier ist wichtig, nicht in die volle Parallele zu gehen, weil dann habt ihr keinen festen Stand, okay?
vorbereiten, positionieren und Schlag. Fußspitze schaut dann nach vorne beim ausgeführten Schlag und wieder zurück, leicht schräg. Ganz wichtig, nicht nach hinten gehen, okay? Und wieder. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Und am Arm wächst, nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Hier oben haben wir die Kraft, die wir noch mehr in den Schlag einbeziehen können. Ruhig auch etwas reinstampfen in den Boden. So hört ihr auch, dass die Ausführung stimmt. Und zwischendrin auch achten, stehe ich fest genug oder wackel ich. Wenn ihr wackeln solltet, ist meistens entweder das hintere Bein zu weit nach vorne vorgezogen oder ihr seid zu sehr in einer Linie, also dann hat man auch keinen festen Start. Ja, die letzten 30, schön durchziehen. Jetzt auch wieder die Arme auslockern, Beine auslockern. Jetzt verbinden wir natürlich die zwei Hände. Und zwar in kleinen Schritten, seitlich besser gesehen. Führhand leicht nach vorne. Genauso viel hintere Bein nachziehen. Und dabei den Arm wechseln. 3, 4. Also im Slow-Modus. 1, 2, 3, 4. Okay, etwas zügiger dann. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Später würde das mit einem Sprung nach hinten ausreichen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wichtig, ich stehe wieder in der perfekten Auslage, dass ich einen festen Stand habe. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oder 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. 2 und 3, richtig seitlich schon. Leicht schräg, nicht zu viel. Okay, drauf achten. 2 und weg. 1, 2 und weg. 1, 2 und weg. Seite nochmal. 1, 2 und weg. 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 Bam, bam, drauf. 1, 2. Mit dem Arm gehe ich zurück. Ja, wenn ich nach hinten ziehe, da hole ich mir den Schwung zum schneller rauskommen aus der Schlagdistanz. Wie das bei uns dann heißen würde. 1, 2, weg. 1, 2, weg. 1, 2. Wunderbar. Kurz die Arme lockern. Die nächste Runde ist Ihr Schlag Führungshand. Dann gehen wir leicht auf die Schlaghandseite rüber und dann kommt Schlaghand. Auf vordere Bein schaut man nochmal genau. 1, weg, 2 und zurück. Okay? 1, weg, also richtig. Schlag meiden und 3 und raus. Okay? Okay, von vorne. 1, weg, 2, raus. 1, weg, 2, raus. Bei 2 natürlich ziehe ich auch ein bisschen mein Bein nach. Okay, schaut her. 1, weg, 2, raus. 1, weg, 2, raus. 1, bam, und raus. 1, bam, und raus. 1, bam, und raus. 1, bam, und raus. Und Seite. Okay.
weg, zwei, drei. Auf vordere Beine haben Sie gesehen. Eins, weg. Und mit beiden Beinen mit der Hüftdrehung gehe ich rein und raus. Eins, zwei. Eins, weg. Eins, weg. Sehr gut. Wer ein Handtuch hat, darf natürlich sich den Schweiß abputzen. Ich hoffe, ihr seid auch so alle soweit. Okay, nächste Kombination ist zwar 1, 2. Jetzt gehe ich zu der linken Seite und dann kommt der Kopf hinterher. Statt hier Führhand, Schlaghand. Wenn ich den Arm reinziehe, zur Seite rüber. Und von hier den Haken raus, okay? Und los geht's. Eins, zwei, weg, drei und zurück. Eins, zwei, weg, drei und zurück. Eins, zwei, weg, drei und raus. Wunderbar. Eins, zwei, hopp, zwei und weg. Eins, zwei, weg, drei und zurück. Eins, zwei, weg, drei. Und immer schön sicher in eure Distanz rauskommen. Eins, zwei, weg, drei, auf. Eins, zwei, weg, drei und raus. Eins, zwei, weg, drei. Ihr seht, ich atme immer dabei bei jedem Schlag durch die Luft raus. Ganz wichtig, ganz viele machen da den Fehler, dass sich die Luft beim Schlagen anhalten. Das ist fatal, weil dann hat sie maximal die Luft für 30 Sekunden vielleicht. Eins, zwei, weg, drei und raus. Eins, zwei, weg, drei und raus. Eins, zwei, weg, drei und raus. Eins, zwei, weg, drei. Und raus. Perfekt. Eine Runde hätten wir noch. Dann habt ihr es geschafft. Dann habt ihr auch hier einen kleinen Einblick, wie das Training so aussehen könnte. Die nächste Runde ist, wir tauchen ab. Und beim Auftauchen kommt ein Haken nach rechts. Ich stehe nicht in der Parallelen. Ich bleibe immer noch in der Boxauslage. Das Bein ist ja weiter vorne. Ich gehe hier rüber und da etwas im hinteren Bereich, auf hier von der Seite, rüber, Haken, rüber, Haken, okay? Nochmal. Eins, Haken, mit der Hüfte. Zwei, eins, zwei, eins, eins. Die letzten 30, dann seid ihr von mir erlöst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut auf unseren YouTube-Kanal. Da habt ihr ein paar Einheiten mehr drauf in den kommenden Tagen, die ihr komplett mitmachen könnt. Alle sind Richtung eine Stunde aufgebaut. Wunderbar. Danke fürs Mitmachen und